Herzlich willkommen. Ich bin ESA-Astronaut Alexander Gerst. Ich freue mich, Sie in diesem Planetarium begrüßen zu können. Seit dem 29. Mai lebe und arbeite ich an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Insgesamt werde ich fast 6 Monate hier verbringen und über 100 wissenschaftliche Experimente durchführen, darunter viele im europäischen Forschungslabor Columbus. In Planetarien lernen wir die Planeten unseres Sonnensystems kennen und können erahnen, welche Welten jenseits davon existieren. Im Augenblick befinde ich mich in 400 Kilometer Höhe auf einer Umlaufbahn um den für uns Menschen wichtigsten Planeten, der Erde. Die bemannte Raumfahrt ermöglicht uns eine einzigartige Perspektive auf ein besseres Verständnis der Erde und natürlich auch darauf, wer wir sind. Wir Menschen sind eine Spezies von Forschern und Entdeckern. Und wir Menschen sind es auch, die unsere eigene Zukunft selbst gestalten, ob wir es wollen oder nicht. Der berühmte Astronom Carl Sagan beschrieb die kaum sichtbare Erde auf einem Foto, das die Raumsonde Voyager aus 6 Milliarden Kilometern aufgenommen hat, als Pale Blue Dot, als blassblauen Punkt. In Anlehnung daran habe ich meine Mission Mission Blue Dot genannt. Hier von der ISS sehe ich die Erde als unseren Heimatplaneten, als unser blaues Raumschiff, das uns alle durch das Universum trägt und mit dem wir einmal pro Jahr alle zusammen eine Reise um die Sonne machen.